Ich habe verschiedene Brötchen getestet im Omja auf meinem Zaranfeld und ihr wollt wissen, was dabei rauskam, dann ist das Video genau das Richtige für euch. Ich habe verschiedene Arten von Brötchen getestet, wie lange sie brauchen in etwa, wie es funktioniert hat, wie es geklappt hat, im Groben jetzt über mehrere Versuche hinweg. Und jetzt zeige ich euch das Ergebnis. Bevor es losgeht, abonniert gern kostenlos den Kanal. Ich würde mich sehr darüber freuen. Aktiviert auch die kleine Glocke, dann kriegt ihr mal eine Meldung, wenn ein neues Video online geht. Also dann starten wir ins Video. Als erstes habe ich gestartet mal mit den Knack- und Backbrötchen. Also es war glaube ich gar nicht das originale Knack- und Back, kann ich euch gar nicht mehr sagen. Ist ja auch egal, ist dasselbe Prinzip. Auspacken, teilen, einschneiden. Dann habe ich es aufs Gitterrost gelegt und in den Omja getan. Also die Knack- und Backbrötchen sind jetzt bestimmt schon 20, 25 Minuten drin. Jetzt werden sie so langsam dunkel. Also die brauchen bestimmt eine halbe Stunde. Ich habe dann immer mal reingeguckt. Ich kann euch jetzt gar nicht mehr genau die Zeit sagen. Folgendes Problem. Jetzt gehen sie gar nicht so leicht ab. Also diese Brötchen haben sich hier schön ins Gitter reingefressen und an den Seiten, wo sie am Herd anlagen, haben sie auch verbrannte Stellen. Also Knack- und Backbrötchen, oder wie sie sich auch nennen, werde ich nicht nochmal in den Omja machen. Und selbst wenn, müsste dann ein Backpapier drunter und ringsrum, aber ich glaube, das wird das nicht aufhalten. Das können wir jetzt abschneiden, aber ja, das war mal ein Satz mit X, war wohl nix. Aber sie sind durch. Das hat geklappt. Frühstück. Der nächste Versuch waren dann Brötchen vom Vortag, die ich beim Bäcker gekauft hatte. Die sind ja dann immer so sehr weich. Und da habe ich den Ofen einfach vorgeheizt und habe dann die Brötchen reingelegt. Ich habe sie ein bisschen hochkant getan, damit sie halt nicht an der Seite so anliegen. Waren noch nur zwei Stück für die Lösemilch. Und habe sie dann nur ein paar Minuten drin gelassen. Sie sind dann an der einen Seite auch ein bisschen angebrannt, aber es ging. Sie waren auf jeden Fall knusprig und sehr lecker. Auch schön warm geworden, wie frisch vom Bäcker. Also Brötchen vom Vortag aufbacken fand ich schon die bessere Variante. Wir wollen heute auf den Omja wieder mal Brötchen backen. Und deswegen heizen wir jetzt erstmal vor. Heute haben wir hier so ganz einfache Brötchen aus dem Supermarkt zum Aufbacken. Da steht jetzt drauf bei 200 Grad 10 Minuten. Ja, scheint auch Umluft zu sein. Wir gucken jetzt mal, wie die hier in diesem schönen Omja werden. Ich habe den Ofen dann vorgeheizt, habe ihn aufgemacht und dann die Brötchen reingelegt. In dem Fall dann ohne Backpapier, weil ich mir eben dachte, die sind ja schon vorgebacken, die dürften nicht durchrutschen, wie es bei den Knack- und Backbrötchen der Fall war. Ich habe dann extra für euch mal die Zeit gestoppt, was ich leider bei den ersten Malen nicht gemacht hatte. Habe dann, wie ihr hier seht, dann noch runtergeschaltet und nach 15 Minuten mal wieder hochgedreht, weil sich dann nicht mehr so viel getan hat. Also dieses Hoch- und Runterdrehen, was ja eigentlich empfohlen wird beim Gasherd, empfinde ich jetzt beim Zaranfeld nicht so. In letzter Zeit habe ich einmal alles auf der Stufe 3 einfach durchgezogen. Und dann habe ich auch nachgeschaut und konnte dann abdrehen. Da waren die Brötchen fertig. Sie waren richtig schön durch, weich, warm, heiß, nicht so heiß und auch knusprig. Also meine Favoriten sind auf jeden Fall diese Aufbackbrötchen. Es gehen auch mal Brötchen vom Vortag, aber ich würde mal wieder die Aufbackbrötchen nehmen. Wir haben auch andere Aufbackbrötchen auf dem Grill mal versucht. Da haben wir die mal versucht, da aufzubacken. Ging auch, aber ist dann eher eine Notlösung. Man muss ja auch einen Grill anhaben. Also fürs Abendbrot ist okay, da braucht man den Omja nicht anwerfen. Wurden auch schön knusprig. Aber ich favorisiere die Aufbackbrötchen, die waren wirklich lecker und gut und einfach. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo da und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.